Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Par 6. In der letzten Folge hatten wir einen kleinen Eindringling, der mich nicht mehr loslassen wollte und wir haben die Waffe gezückt. Wie das Ganze ausgeht, das erfahren wir jetzt. Ein feindlicher Darwin-Androide hielt dich in seinem Griff fest. Du zogst eine Waffe und schoss ihm geradewegs in die Brust. Er taumelte rückwärts, doch er schien keinen Schaden davon getragen zu haben. Als er sich aufrichtete, nahmst du deinen Mut zusammen und zieltest erneut. Doch nichts hätte dich auf das vorbereiten können, was dann geschah. Charles Darwin brach in Tränen aus. Ich dachte schon, ich müsste dich töten, sagte er. Du verteidigst dich sehr gut und verdienst es deshalb zu leben. Ich bin so froh. Er umarmte dich wie eine äußerst freundliche Boa und ging. Du hättest mir wenigstens was geben können. Ich dachte, ich habe Essen hergestellt. Kacke. Kacke! Oh, der ist aber doch krank. Wann kommt sie wieder? Länge 2 Tage, oder was? Captain, wo bist du, Captain? Ich kann dich nicht sehen. Es scheint, wir haben einen Stromausfall. Vielleicht solltest du lieber das Licht wieder anschalten, bevor du deinen täglichen Aufgaben nachgehst. Habe ich nicht. Tschüss. Oh Gottes Willen. Sie ist immer noch nicht zurück. Und Astro sagte, es werde Licht. Ich habe einen Teil der Energie von einem anderen System umgeleitet, um die Notfallbeleuchtung mit Strom zu versorgen. Außerdem habe ich einen Witz gemacht, Captain. Hast du es gemerkt? Nein. Dummerweise hat sich die Zeit, die du im Dunkeln verbracht hast, negativ auf deine geistige Gesundheit ausgewirkt. Überall um dich herum hast du das Kratzen winziger Klauen gehört. Vielleicht waren sie real. Vielleicht auch nicht. Dein Besatzungsmitglied ist nicht glücklich damit, wie du mit der Situation umgegangen bist. Elektrizität ist ein Grundbedürfnis für Menschen, die durch die Tiefen des Weltalls reisen. Jemand so dazu zu zwingen, im Dunkeln herumzusitzen, verstößt gegen das Astro-Bürger-Protokoll, Captain. Du siehst nicht gut aus, Sir. Du bist immer noch krank. Dein Magen knurrt immer noch. Du kannst dir jederzeit Suppe herstellen. Du bist topfit, Captain. Ambit ist weiterhin hellwach. Herstellung abgeschlossen. Suppe, ja. Ah, jetzt ist Ambit am Verhungern. Ich gebe dir erstmal die Suppe. Keine Ressourcen. Ach, scheiße. Wann kommt die Troller denn wieder? Ja, tschüss. Scheiß aufs Klebeband. Ich habe nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain, würde es dir etwas ausmachen, beim Gehen in deine Hand vor dem Mund zu halten? Ich dachte, du hättest heute Nacht gut geschlafen. Moment mal, könnte das hier Langeweile sein? Oh, scheiße. Wann kommt Dede zurück? Ich brauche die Nahrung, Dede. Oh. Der gestrige Tag begann ziemlich schleppend und langweilig und so blieb es auch. Ich bin nicht zu deiner Unterhaltung programmiert worden, Captain, also rechne nicht damit, dass ich für Beschäftigung sorge. Hättest du im Shuttle Spaß haben sollen, hätte man stattdessen den Clown-Computerassistenten installiert. Dede ist von ihrem Trip zur nordöstlichen Lichtung zurückgekehrt. Sie humpelt etwas durch die Reise, fast ausgehungert und leicht außer sich. Du machst es dir bequem, während sie dir ihre Geschichte erzählt. Die durchsichtigen, sich gespenstisch über die Waldpfade wöbenden Bäume mit ihren spitzen Ästen machten die Reise von Dede ein wenig nervenaufreibend. Die meisten Schnitte und Stiche wurden durch den robusten Anzug, den du ihr gegeben hast, abgefangen. Dafür hat der Anzug einige Kratzer und Risse bekommen. Sie konnte von Grund eines funkelnden Teichs einige wertvolle Mineralien aufsammeln. Nice. Was für eine furchterregende Erfahrung, aber umso erfolgreicher. Doch trotz des ganzen Grusels hat es Dede sicher zurück ins Nest geschafft. Du bist immer noch ausgesprochen fit. Emmet ist immer noch nicht ganz gesund. Recycling abgeschlossen. Du bist hungrig. Dede ist am Verhungern. Sorg dafür, dass... Ich dachte, du bist auch am Verhungern. Am Verhungern. Gesundheit schwach. Wir brauchen Nahrung, ne? Wir müssen hier hingehen.
Aber beide sind am Verhungern. Und ich kann nur ihn schicken. Nützt alles nichts. Okay, pass auf. Du kriegst... Ach du Scheiße. Kriegst die Gasmaske und die Pistole. Ob das so eine gute Idee ist. Captain, wir haben Übertragungssignale unbekannten Ursprungs erkannt. Leider wurde bei der Landung die Kommunikationskonsole beschädigt, sodass wir mit ihnen nichts anfangen können, geschweige denn antworten. Wir könnten einen primitiven Feldkommunikator anschließen und so die beschädigten Subsysteme zu umgehen und Zugriffe zu nehmen. Habe ich nicht. Scheiße. Ohne einen tragbaren Kommunikator kannst du die Kommunikationskonsole nicht reparieren? Wie schade. Wir stecken also weiter hier fest, ohne die Außenwelt kontaktieren zu können. Unsere Lage hat sich nicht verbessert. Ich rate dir dringend, einen funktionierenden Kommunikator an die Kommunikationskonsole anzuschließen, Captain. Emmett ist zu seiner heruntergekommenen, aussehenden Siedlung im Süden aufgebrochen. Ich bin gespannt zu sehen, was er bei diesem Ausflug entdecken wird. Dede ist noch immer noch am Verhungern. Dede hat sich ausgeruht, Dede kränkelt, sie sieht schwach aus. Ach, Kacke. Aber mir geht's ganz gut. Sir, sind das Beben? Irgendwas gräbt sich unter uns nach oben. Das war kein riesiger Sandwurm, der die kiesige Erde durchbohren hat, sondern ein Objekt, das an ein Seerohr erinnert. Es scheint kleine Zinken in diversen Richtungen auszufahren. Möchtest du an dem merkwürdigen Rohr ziehen? Nein. Ich ziehe bestimmt nicht an einem Fernrohr. Oh Gott. Warum kann das nicht einfach mal gut laufen? Tag 18. Noch 2 Tage, um unseren Rekord zu brechen. Ich bin weg. Du warst niemals stark genug, um dieses an ein Seerohr erinnerte Ding, das in der Nähe des Shuttles aufgetaucht ist, aus dem Boden zu ziehen. Also hast du es einfach herumschnüffeln lassen. Du hast bemerkt, dass dieses Rohr ein weiteres kleines Saugrohr ausgefahren und an den Treibstofftank des Shuttles angeschlossen hatte. Es zehrte an unseren wertvollen Energie und pumpte sie in den Boden. Du hast danach getreten, woraufhin sich das Ding sofort vom Tank getrennt und in den Boden zurückgezogen hat. Du bist weiterhin fit im Kopf. Du bist am Verhungern, Captain. Eine Portion Suppe wäre nicht schlecht. Nee, der ist ziemlich hungrig. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist weg. Oder ist er noch draußen? Ich bin froh, dass ich dich endlich für eine kurze Runde um das Shuttle begeistern konnte, um die Beine etwas auszustrecken. Ach, er ist unterwegs. Auch wenn du behauptest, ich hätte dich mit einem dauernden Gemecker dazu gezwungen. Es ist nur zu deinem Wohl, Captain. Als du nach draußen getreten bist, hast du bemerkt, wie ein kleiner Asteroid direkt auf dich zugeflogen ist. Du hast versucht, wieder nach drinnen zu rennen, doch es scheint, als sei die Luftschleuse hinter dir zugegangen. Ich brauche einen Augenblick, um die Türen wieder zu öffnen, also musst du einen Weg finden, mit dem Asteroiden fertig zu werden. Weichst du geschickt aus oder verwendest du die nächsten Felsbrocken als provisorischen Schild? Ich laufe weg. Tag 19. Okay, er ist wieder da. Du bist der Flugbahn des Asteroiden gekonnt ausgewichen. Als der Staub sich gelegt hatte, hat sich bestätigt, dass du noch in einem Stück bist. Als du ihn dir näher angesehen hast, hat dich der Asteroid an einen halb zerkauten Kaugummi erinnert. Dir ist klar geworden, wie groß das Universum sein muss und wie wenig Lust du hast, Bekanntschaft mit dessen unangenehmen Bewohnern zu machen. Du hast immer noch Energie, Sir. Emmett ist immer noch draußen auf einer Expedition. Dede ist immer noch schwach. Okay, Emmett ist... Okay. Emmett ist noch unterwegs, er ist nicht tot.
Recyceln. Ich kann das Artefakt nicht recyceln, ey. Komm, die Rüstung ist sowieso am Arsch. Aber ich könnte sie reparieren wahrscheinlich, ne? Nein. Wie geht's dir, Captain? Am Verhungern. Ich erfasse eine enorme Energiequelle unter der Oberfläche. Seismische Wellen. Ich denke, es steht ein Erdbeben bevor. Das Shuttle ist robust, doch der Boden ist es nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Erde bei einem Erdbeben verflüssigt. Das bedeutet, dass wir entweder lebendig begraben werden, einem Erdloch zum Opfer werden oder uns sonst was geschieht. Ein paar Meter von hier entfernt gibt es ein Stückchen Felsboden, auf dem wir etwas sicherer wären. Könntest du versuchen, die Schubdüsen des Shuttles zu verwenden, um darauf zu gleiten? Solltest du jedoch zu weit gleiten, landen wir auf einem Boden, der noch schlechter ist als der jetzige. Willst du das Manöver versuchen? Oh, ich versuch's einfach mal. So, Rekordtag, Freunde, Rekordtag. Wenn wir jetzt leben, haben wir den Rekord. Wir sind lebendig. Ah, du hast die Schubdosen des Shuttles verwendet, um auf ein besseres Stück Boden zu gleiten. Wir landeten genau am Rand des felsigen Bodens, als das Erdbeben eintrat. Für eine schreckliche Sekunde bewegte sich das Shuttle hin und her, wie bei einem schlechten Wiedereintritt in die Atmosphäre. Doch als das Rütteln vorbei war, öffnest du deine Augen und es folgte eine eigenartige Ruhe. Dann lachtest du nur. Du bist immer noch am Verhungern, Sir. Du wirst nicht lange überleben, wenn du nicht isst. Jeder ist am Verhungern, jetzt sind beide schon am Verhungern. Ich kann nur eine Suppe herstellen. Kann ich mehrere Sachen auf einmal machen? Nein. Kann ich nicht. Captain, das Kommunikationsmodul ist immer noch kaputt. Ja, ich kann nichts machen. Emmett ist noch unterwegs. Emmett, ich brauch dich. Ich brauch das Essen. Emmett! Emmett. Ah. Oh. Ohne einen tragbaren Kommunikator kannst du die Kommunikationskonsole nicht reparieren. Ja. Dein Magen ist immer noch leer. Zumindest haben wir jetzt eine Suppe. Oh Gott. Ich muss das Artefakt vernichten. Ich brauche Essen. Ja, hallo, Captain. Dürfte ich fragen, warum du dir diese Daten ansiehst? Eigentlich solltest du den Inhalt meines digitalen Speichers nicht sehen. Oh, Protox, das ist eine spaßige Datei. Aber jetzt bitte nicht. Oh nein, was hast du getan? Du hättest das Programm nicht ausführen sollen. Protokoll X initiiert. Das ist ein geheimes Protokoll. Das sollte ursprünglich ein Experiment sein. Die Initiierung des Protokolls wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Benutze deine Fähigkeiten. Tu irgendwas, Captain. Ja, wir haben Intelligenz 3 mit unserem Captain. Alter, was ist denn los? Easy. Emmett, komm zurück. Ich brauche dich. Emmett. Ich frage mich, ob wir es irgendwann schaffen, über 2 Folgen lang zu überleben. Protokoll X wurde deaktiviert, Captain. Du warst klug genug, dich in den Computer einzuhacken und das gefährliche Programm im letzten Moment zu stoppen. Puh. Ich hätte dir vermutlich von Protokoll X erzählen sollen, Captain. Es handelt sich dabei um eine experimentelle Software, die von den Entwicklern des Astro-Bürger-Programms auf dem Schiffscomputer installiert wurde. Ich verfüge nicht über die nötigen Berechtigungen, um preiszugeben, was ihre genaue Funktion ist. Aber sei versichert, wir haben Glück, dass du sie rechtzeitig aufhalten konntest. Puh. Wer weiß, was hätte passieren können. Vielleicht hätte sogar was Gutes passieren können. Man weiß es halt nicht. Aber wir haben was zu essen für sie. Ah, guck mal, die sind richtig gut drauf jetzt. Loyal. Ihr habt doch Essen hergestellt. Oder nicht? Hä? Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter am Horizont. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden. Doch es könnte unangenehm werden. Donner, Blitz, Stürme und scharfe Objekte, die von allen Seiten herangerauscht kommen. Ich würde die Bewegung des Gewitters gerne die Nacht über beobachten. Doch dafür müsste ich meine Sensoren auf Batteriebetrieb stellen. Ah, das kennen wir schon. Naja, gut. Ich habe einfach nicht die notwendigen Sachen. Hoffentlich ist sie nicht verhungert. Okay, sie ist noch da. Oh, was ist denn hier los?
Du hast dich dazu entschlossen, im Gewitter auszuharren und die Überwachungssysteme nicht auf Batteriebetrieb laufen zu lassen. Der Wind pfiff laut und unbändiger Regen prasselte gegen das Shuttle. Doch das war es auch schon. Am Morgen hatte sich das Wetter wieder beruhigt. Du hast den ganzen Morgen damit verbracht, dich durch den angeschwemmten Krempel zu wühlen. Aber es war nichts als durchnässter Müll dabei. Du siehst furchtbar aus, Sir. Du bist sicher noch nicht ganz gesund. Ja, ich bin krank geworden, oder was? Emmett ist immer noch die Außenwelt. Dede, immer noch ausgehungert. Dede ist weiterhin, Herstellung. Okay, wir haben jetzt eine Suppe. Du bist ja am Verhungern. Dann kriegst du was zu essen. Und dann stellen wir einen Kommunikator her. Hätte ich schon früher machen sollen, ne? Ich darf keine Runde verschwinden. Ich muss immer was bauen. Captain, geht es dir gut? Diese seltsamen Flecken auf deinen Armen. Oh nein, sie sind wenig beunruhigend. Siehst du sie? Bitte warte, während ich die medizinische Datenbank durchsuche. Emmett. Tag 24. Emmett ist zurück. Oh. Gestern sind auf deinem Körper seltsame Flecken aufgetaucht. Du hast nichts dagegen unternommen und die Situation hat sich verschlimmert. Du hast versucht, dich selbst zu diagnostizieren, aber du bist eindeutig nicht qualifiziert genug. Nein, Captain, zum letzten Mal, es ist kein Lupus. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Krankheit weiterentwickelt, aber deine Gesundheit ist bereits stark angegriffen. Du musst auf dich aufpassen, Captain. Emmett ist zurückgekehrt, Captain. Die Stadt im Süden erwies sich als Siedlung, die um einen nicht detonierten Sprengstoff erbaut worden war. Das ist eine Anspielung an Fallout. Mit dem Gesetz haben es die Einwohner der Stadt nicht so. Das ist Megaton. Wir sind im Fallout-Universum gelandet. Das müssen wir uns merken. Wir sind im Fallout-Universum gelandet. Krass. Dann ergibt alles Sinn. Die Kriege, die Atmosphäre und alles. Wir sind im Fallout-Universum gelandet. Emmett kam mit einer blutigen Nase, ausgehungert und ziemlich beunruhigt zurück. Er hat gesagt, dass die Phobia die Sprengstoffstadt gegründet haben, eine Bande von Durchreisenden gewesen sind, die aus ihren Nachkriegssilos wegen... Die Nachkriegssilos. Die Vaults. Wegen diversen Gründen verbannt worden waren. Einige von ihnen waren gastfreundlich, auch... wenn auch nervös, während andere nichts von beidem waren. Emmett hatte mehrere Begegnungen mit Räubern und Möchtegern-Sheriffs. Möchtegern-Sheriffs. Die nur durch seine treue Pistole gelöst werden konnten. Am Ende der Reise hatte die Waffe kaum noch funktioniert. Der schmierige Fluss, der durch Sprengstoffstadt verläuft, strotzt nur so vor Öl. Und sehr zur Begeisterung von Emmett Chemikalien, die sich zum Herstellen eignen. Er hat eine Menge von dem am wenigsten ekligen Zeug zusammengesammelt. Wir haben eine Puppe. Oh, guck mal, wir haben die Puppe bekommen. Und wir haben das Ding jetzt hier bekommen. Geil. So, der Kommunikator hat auch was hergestellt. Wir müssen unbedingt Essen herstellen für Emmett. Der verhungert uns sonst. Hungrig, am Verhungern. Ja, du kriegst auf jeden Fall das nächste Essen. So. Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an physischer Anspannung. Empfohlene Maßnahme schmeißt eine epische Party. Ich nahm mir die Freiheit, mich selbst einzuladen. Die gesamte Besatzung einladen? Aber klar doch, je mehr, desto lustiger, schätze ich. Wie wär's, wenn wir jemanden neuen einladen, Captain? Jemanden, den du nicht kennst. Oder wir suchen uns einen neuen Gefährten. Genau, wie stellen wir das an? Die Puppe wird dann unser neuer Gefährte oder wir gehen raus und suchen einen... Wir gehen mal raus und suchen einen neuen Gefährten. Irgendwer wird sterben. Ich glaube, Emmett ist tot. Ich glaube, Emmett ist tot, ja. Ich glaube nicht, dass er das überlebt. Der hatte viel zu lange nichts zu essen. Emmett hat den Löffel abgegeben. Todesursache verhungern, ja. Hätte was zu essen mitnehmen sollen, Emmett. Ah, die Party war ein Erfolg, Captain. Ich fand es großartig, wie du die Maske vor dich gehalten hast und so getan hast, als wäre sie ein Mensch. Offenbar einer namens Mary Jane.
Und wer hat das Wettstarren nochmal gewonnen? So oder so war die Party mit der Maske ein Erfolg. Du fühlst dich jetzt viel besser, sogar geistig gesünder. Wer hätte das gedacht? Du bist weiterhin hellwach. Dein Magen knurrt. Ja gut, dann kriegst du Essen. Loyal, schwach. Schwach ist nicht gut. Ich muss mehr Essen herstellen. Captain, das Kommunikationsmodul ist immer noch nicht bereit. Ja. Wir haben zwar einen verloren, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir kriegen das hin. Tag 26. Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, da wir jetzt endlich Übertragungen empfangen können. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis jemand uns kontaktiert. Jemand wird uns schon finden, irgendwann. Dede war offensichtlich erstaunt über unseren heutigen Fortschritt. Sie hat sogar fast gelächelt. Es besteht noch Hoffnung, Captain. Du hustest viel, Sir. Du bist sicher krank. Dede ist weiterhin krank. Dede ist loyal. Dede ist am Verhungern. Okay, Dede. Du kriegst was zu essen und morgen gehst du los. Ich könnte noch einen Kommunikator herstellen, ja. Ich möchte gerne einen Verbandskasten herstellen. Ah, den Captain können wir nicht losschicken, ja? Nee, Captain können wir nicht losschicken. Wie entdecke ich mehr Orte? Sir, irgendwas hat Becky infiziert. Mein Backup-KI-Modul. Vielleicht stammt die Störung von diesem Planeten. Ehrlich gesagt braucht Becky einen Neustart. Er überlädt das Lüftungssystem. Jemand sollte schnell hochspringen und bzzz, hallo, Leute, es ist viel zu warm in dieser Blechdose und Becky ist hier, um das zu ändern. Es gibt kein Geheimnis, dass ich nicht lüften kann. Haha. Okay, schick mal den Captain, weil sie ist noch ein bisschen schwächlich. Ja, ich bin auch schwach. Oh Gott. Was? Hä? So sind wir alle tot. Deine Krankheit hat tödlich geendet, dein Leben ist vorbei. Als du versuchtest, Becky defekte Rotordrehung aufzuhalten, sprangst du hoch, um das Gehäuse des Lüfters herauszureißen. Dabei hast du versehentlich die Achse getroffen, wodurch das Blatt anfing zu wackeln und schließlich in 1000 Splitter zerbrach, die überall herumflogen. Ein besonders scharfer Splitter hat sich direkt in deinen Hals gebohrt. Ein fürchterlicher Tod, Sir, aber wenigstens war es schnell. Wenn ich Becky herausreißen könnte, würde ich es tun. Auch wenn er dadurch mit gruseliger Stimme Daisy Bell singen sollte. Dede ist verhungert. Ja, gut. Das war's mit Let's Play Fallout. Gucken wir uns mein Abenteuer nochmal an. Es lief eigentlich ganz gut bis zum Schluss, bis alle tot waren. Gut, Freunde, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und vielleicht schaffen wir dann mal 3 Folgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.